die Fraktion Die Linke. Herr Präsident, meine Damen und Herren, also Herr Fricke, wenn ich Sie richtig verstanden habe, soll Deutschland in Europa führen, es aber nicht so nennen. Ich sage Ihnen, ich bin für ein gleichberechtigtes Europa. Niemand soll über uns, aber auch niemand soll unter uns stehen. Das ist, glaube ich, sehr viel sinnvoller. Aber wenn Deutschland schon führt, dann auch noch mit der FDP an der Spitze, na dann gute Nacht, kann ich nur sagen. Also das wird nun überhaupt nichts. Und Herr Gabriel, Ihnen habe ich zugehört, das war eine interessante, eine spannende, eine sehr kritische Rede. Sie müssen den Bürgerinnen und Bürgern nur noch erklären, weshalb Sie jede Vorlage der Bundesregierung bisher mitbeschlossen haben bei Ihrer Kritik. Das passt einfach beim besten Willen nicht zusammen. Die Eurokrise überschattet die gesamte europäische Integration. Die Währung gerät unter Druck. Die Krise ist längst nicht überwunden. Und, Frau Bundeskanzlerin, Sie haben wieder von der Staatsschuldenkrise gesprochen. Sagen Sie doch den Bürgerinnen und Bürgern mal, dass die Staatsschulden deshalb so hoch sind, weil die Staaten alle ihre Banken und Hedgefonds bezahlt haben. Das ist der Hintergrund. Und das muss man einfach dazu erwähnen. Es geht im Kern über etwas, worüber wir viel zu wenig reden, nämlich die Frage der Akzeptanz, der politischen Akzeptanz Europas bei den Bürgerinnen und Bürgern. Der Bundesfinanzminister Schäuble hat jetzt die Umsetzung eines Beschlusses des CDU-Parteitages abgelehnt, nämlich dass endlich auch Mütter einen Rentenzuschlag bekommen, die Kinder nicht nach 1992, sondern vor 1992 bekommen haben, mit der Begründung, dass wir für Griechenland bezahlen müssten und dass deshalb ein solches Geld nicht zur Verfügung stünde. Das ist abenteuerlich. Ich werde dazu Stellung nehmen. Aber das Zweite ist, dass ja auch schon bei den Hartz-IV-Empfängerinnen und Hartz-IV-Empfängern das Elterngeld mit der Begründung gestrichen würde, man müsse den Haushalt konsolidieren. Es ist doch wirklich, Herr Kauder, beim besten Willen nicht hinnehmbar, dass Leute, die nichts, aber auch nichts getan haben, was die Krise verursacht haben, diese bezahlen soll. Hören Sie doch endlich mal auf mit dieser Politik. Und das muss man eben vergleichen damit. Frau Bundeskanzlerin, Herr Kauder und alle verweigern eine Vermögensabgabe. Sie verweigern eine Vermögenssteuer. Die Spekulanten, die vor und während der Krise verdient haben, müssen nichts bezahlen. Nein, wir haben ja die Mütter, die Kinder vor 92 geboren haben. Die können das bezahlen. Wir haben Hartz-IV-Empfängerinnen und Hartz-IV-Empfänger. Die können das bezahlen. Und jetzt übrigens, dazu komme ich noch, auch die Opelaner. Das ist nicht nur unsozial. Ich sage Ihnen, das ist asozial. Aber das Argument des Herrn Schäuble in Bezug auf Griechenland ist ja auch falsch. Denn im Süden Europas müssen Strafzinsen so von 6 bis 7% gezahlt werden und in Deutschland nur von 0%. Und das bedeutet, dass aus diesem Prozess in den letzten Jahren, in den letzten 3 Jahren, Deutschland einen zusätzlichen Gewinn gemacht hat von 60 Milliarden Euro. Warum erwähnen Sie das nicht? Warum verweigern Sie stattdessen den notwendigen Rentenzuschlag für die Mütter, die ihre Kinder vor 1992 geboren haben? Es ist nicht zu fassen. Und ich frage Sie auch mal, wie viele Milliarden müssen eigentlich die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler in Deutschland nach wie vor für Banken, Versicherungen und Hedgefonds bezahlen? Nennen Sie doch mal die Summe. Und Herr Schäuble, wenn Sie einen Zuschlag für Mütter, ich betone es immer wieder, die ihre Kinder vor 1992 geboren haben, mit der Begründung ablehnen, dass wir zu viel an Griechenland bezahlen müssen, dann schüren Sie Ressentiments. Das geht überhaupt nicht. Das ist Gift, das ist Bild-Zeitungsniveau. Jetzt, man schadet natürlich auch dem europäischen Einigungsgedanken. Jetzt lese ich, dass die Märkte Berlusconi fürchten. Dann gibt es einen Streit zwischen Monti und Berlusconi. Also ich finde dieses Herrengezänk ziemlich langweilig. Aber eins sage ich Ihnen auch, die veränderten Haltungen der Bürgerinnen und Bürger in Europa sind entscheidend. Berlusconi versucht mit Rechtspopulismus die falsche Auflagenpolitik der EU für sich selbst zu nutzen. Er polemisiert logischerweise gegen die Bundesregierung, spricht dann aber nicht von der Bundesregierung, sondern von ganz Deutschland. Das weisen wir zurück. Wir sind auch Deutsche und wir wollen eine andere Politik. Ich hoffe natürlich, dass sich in Italien die Linken durchsetzen werden. Aber es betrifft übrigens nicht nur die Bürgerinnen und Bürger Italiens, sondern auch die von Portugal, von Irland, von Spanien und vor allem die von Griechenland. Wie erfahren die denn gegenwärtig die Europäische Union? Wie erfahren die denn gegenwärtig die Währungsunion? Sie erfahren das Ganze als Instrument zum massiven Abbau sozialer Leistungen, zur Kürzung von Löhnen, von Renten, von Investitionen.
Und das alles für eine Krise, die Sie nicht verursacht haben. Und diejenigen, die Sie verursacht haben, die Spekulanten, werden nicht mit einem halben zusätzlichen Euro herangezogen. Das ist völlig indiskutabel. Und wenn ich jetzt mal nur das Beispiel Griechenland nehme, nur die letzten 5 Jahre, da sind die ununterbrochen an einer Krise. Und wir haben dort einen Rückgang von Löhnen, von Renten und von Wirtschaftsleistungen. Herr Fricke, Sie sprechen immer von Wirtschaftsleistungen. Ja, wo denn? Die ist rückläufig in Italien, in Spanien, in Portugal und in Griechenland. Und da ist es um ein Drittel zurückgegangen. Nein, und mit Ihrer Sparpolitik sorgen Sie dafür, dass die Wirtschaftsleistung weiter zurückgeht, weil Sie die Kaufkraft der Bevölkerung reduzieren. Wovon sollen die denn noch was erwerben? Das ist doch völlig daneben, was Sie hier für eine Politik betreiben. Und ich sage Ihnen, der Rückgang betrifft ein Drittel, wenn man auch noch die Teuerungsraten und die Steuererhöhungen mit berücksichtigt. Und dann schauen wir uns nochmal die Schulden Griechenlands an. 2008 110% der Wirtschaftsleistung. Wir übrigens 82% der Wirtschaftsleistung. Nur mal als Vergleich. 110%. Nunmehr sind Sie bei 177%. Und im nächsten Jahr werden Sie bei 190% Ihrer Wirtschaftsleistung sein. Das ist das tolle Ergebnis der Griechenland-Politik dieser Koalition. Nicht zu fassen. Leider auch von Grünen und SPD, denn Sie haben ja alles mitgemacht. Deutschland haftet. Und Sie, Frau Bundeskanzlerin, sagen wieder, es wird dauerhaft. Jetzt kommt schon das Wort dauerhaft dazu, das heißt kurzfristig denn doch. Also ich verstehe das nicht ganz. Es wird dauerhaft keine gemeinschaftliche Verschuldung geben. In Wirklichkeit haften wir gemeinschaftlich für 400 Milliarden Euro. Das ist wirklich, entschuldigen Sie, Unsinn, dass Sie hier erzählen. Sagen Sie doch mal den Leuten einfach die Wahrheit. Das stimmt doch alles nicht mehr. Und ich sage, füge hinzu, wenn die Politik für den Süden Europas so weitergeht, sind die auch gar nicht zahlungsfähig. Sie können das Geld einfach abschreiben. Die können das gar nicht zurückbezahlen. Die Steuereinnahmen sind dort rückläufig. Die Wirtschaftsleistung geht zurück. Wovon sollen sie denn das bezahlen? Das ist doch albern, was Sie hier erzählen. Warum sagen Sie nicht den Bürgerinnen und Bürgern vor der Bundestagswahl, dass wir mit einer Summe von 400 Milliarden Euro haften und die höchstwahrscheinlich auch bezahlen müssen? Und niemand weiß, woher wir eigentlich das Geld nehmen wollen. Wollen Sie es einfach in einer Maschine drucken oder was haben Sie diesbezüglich überhaupt vor? Ich wette auch, dass es einen Schuldenschnitt geben wird. Der geht dann auch zulasten der öffentlichen Forderung, auch der Forderung aus Deutschland. Aber ich weiß, Sie wollen alles tun, damit der Schuldenschnitt erst nach der Bundestagswahl 2013 kommt. Sagen Sie es doch ehrlich, Herr Kauder, vorher. Der Schuldenschnitt wird kommen, Ende 2013, Anfang 2014. Aber Sie haben die Prozesse in Europa nicht mehr im Griff. Es kann Ihnen auch schon vorher passieren, lieber Herr Kauder. Und dann wird die Bevölkerung endlich auch von Ihnen die Wahrheit erfahren müssen. Ich sage... Nein, nein, prophetisch war ich schon immer. Das ist gar nicht neu, Herr Kauder. Das ist gar nicht neu. Das ist gar nicht neu. Nein, was Sie nicht verstehen, ist, dass wir endlich eine Aufbaupolitik im Süden Europas brauchen. Wir brauchen Steuergerechtigkeit, einschließlich einer Vermögensabgabe und einer Vermögenssteuer. Und zwar für die Vermögensmillionäre. Wir müssen die Steuerflucht bekämpfen, indem wir die Steuerpflicht wie in den USA auch an die Staatsbürgerschaft binden. Warum machen wir das nicht? Ein reicher Deutscher kann doch von meinetwegen auf die Seychellen ziehen, aber er bleibt hier auch steuerpflichtig. Das ist das Entscheidende, was wir durchsetzen müssen. Und das gilt für Griechenland ganz genauso. Und wir müssen uns abkapseln von den privaten Finanzmärkten und sie endlich regulieren. Erklären Sie den Bürgerinnen und Bürgern doch mal, wozu wir Schattenbanken, Hedgefonds und Leerverkäufe brauchen. Wir brauchen keine Spekulationen. Und wenn die Spekulationen dann ins Ausführen, dann müssen die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler das Minus bezahlen. Das ist derart ungerecht, dass man darüber gar nicht zu diskutieren braucht. Und die Verweigerung einer vernünftigen Politik im Süden Europas schadet den Menschen dort, aber auch den Menschen in Deutschland. Ich sage Ihnen nur einen Betrag, Herr Brüderle. Die Schattenbanken und Hedgefonds spekulieren gegenwärtig weltweit mit 67 Billionen Dollar. Das ist derselbe Betrag, der der weltweiten realen Wirtschaftsleistung entspricht. Und das machen Sie alles mit. Das finden Sie gut. Und wenn die Hälfte davon verspekulieren, wer bezahlt das dann alles? Nein, Sie müssen endlich mal den Mut haben, das Ganze zu regulieren. Ich will Ihnen noch eine Sache sagen, die interessant ist. Jetzt ist ja die Bankenaufsicht beschlossen worden. Und Frau Bundeskanzlerin, Sie sind ja stolz darauf, dass sich die Finanzminister darauf geeinigt haben. Aber erstens hat uns die Bankenaufsicht bei der Pleiten HAE auch nicht genutzt. Aber mal abgesehen davon geht es um eine ganz andere Frage. Wer bezahlt denn eine Pleitebank?
das ist nicht geregelt. Und da Sie nicht geregelt haben, dass das die Banken zu bezahlen haben, bleibt es dabei, dass es die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler zu bezahlen haben. Und genau das geht nicht. Außerdem, ich muss Ihnen Folgendes erzählen. Ich war mal in einer Fernsehsendung, und da war Frau Kohl die ARD-Korrespondentin bei der Börse. Und dann sagte die zu mir, Herr Gysi, wenn Sie Bundeskanzler wären und die Deutsche Bank käme zu Ihnen und sagte, in einer Woche müssten Sie in Insolvenz gehen, wären Sie auch verpflichtet, sie zu retten. Wenn Sie es nicht täten, bräche das ganze Wirtschafts- und Finanzsystem zusammen. Abgesehen davon, dass meine Fantasie im Unterschied zu Ihrer nicht ausreicht, sich vorzustellen, dass ich Kanzler werde, würde ich aber Folgendes hinzufügen. Wenn das stimmt, wahrscheinlich hat sie ja recht, dann ist die Deutsche Bank zu mächtig. Denn dann hat ja eine Kanzlerin oder ein Kanzler gar keinen Spielraum. Wenn die kommen und sagen, es ist so, dann muss man das machen. Das ist das Primat der Banken über die Politik. Das müssen wir endlich überwinden. Also muss man sie kleiner machen und vergesellschaften. Es gibt keinen anderen Weg. Nee, nicht in Landesbanken umwandeln, in öffentlich-rechtliche wie die Sparkassen. Die funktionieren nämlich hervorragend. So, und jetzt sage ich Ihnen noch was zum Rückgang des Exports, weil wir den Süden erfolgreich, also nicht wir, Entschuldigung, Sie, erfolgreich ruinieren. Was passiert denn beim Export? Also, beim Pkw-Export sieht es so aus. Wir haben jetzt ein Minus von 18% beim Export nach Frankreich, ein Minus von 25% beim Export nach Italien, ein Minus von 36% beim Export nach Spanien. Opel alleine verliert 16%. Das sind die Zahlen vom September 2012. Das heißt, die Opelaner, Sie wollen sagen, meine Redezeit ist ja, vorbei, das leider auch für prophetische Reden, Sie, die profanen Regelungen müssen, unserer Geschäftsordnung aber Sie gelten. Müssen zugeben, Herr Bundestagspräsident, das ist sehr traurig, was das hier absolut, so also rumgeeiert wurde. Was glauben Sie, was ich Ihnen alles gerne noch erklärt hätte? Ja. Na schön, dann lassen wir das bleiben. Dann sage ich Ihnen am Schluss nur noch. Aber es wird manche Kollegen trösten, dass wir das dann bilateral ausmachen. Gut, ja, das machen wir dann. Aber wissen Sie, ich muss mit so vielen Leuten aus der Union reden, um die, naja gut, also ich lasse das bleiben. Aber so viel lassen Sie mich noch sagen. Die Opelaner sind in der Zange. Falsches Management auf der einen Seite und ihre verheerende Politik im Süden Europas führt zum Rückgang. Und jetzt sollen die das bezahlen. Das sind 3.000 Beschäftigte. 45.000 weitere Arbeitsplätze hängen da dran. Was sagen Sie denen denn, außer Pech gehabt? Das reicht wirklich beim besten Willen nicht aus. Ich sage Ihnen, wir brauchen kein weiteres Durchwursteln von Krisengipfel zu Krisengipfel. Wir brauchen endlich Perspektiven und Visionen. Und an denen fehlt es bei dieser Bundesregierung.